Ja, vielen Dank, Maja Eichberger, für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier dieses Thema vorstellen zu können bei der schönen Veranstaltung. Mein Thema heute lautet Geburt des ersten Kindes nach Retransplantation von Ovarialgewebe in Deutschland. Und um was geht es dabei? Es geht um Patientinnen und Patienten, die die Diagnose erhalten einer onkologischen Erkrankung. Und der junge Patient oder die junge Patientin bekommt dann eine onkologische Therapie. Und durch diese onkologische Therapie gehen Keimzellen verloren. Und im schlimmsten Fall kommt es eben zu einem vollständigen Verlust der an Keimzellen und zu einer Sterilität. Auf der anderen Seite ist es allerdings sehr wichtig im Laufe des Lebens, sich den Kinderwunsch erfüllen zu können. Das ist eine wichtige Komponente der Lebensqualität und das gilt nicht nur für gesunde Patienten, sondern auch insbesondere nach einer Krebserkrankung. Und wenn man junge Krebspatientinnen und Patienten befragt bezüglich ihrem Kinderwunsch, dann geben auch 70% dieser Patienten an, sich darüber Gedanken zu machen. Die Frage ist daher, ob die Patienten genügend über die Möglichkeit der Fertilitätsprotektion aufgeklärt werden. Und hier gibt es eine Reihe von Studien, vor allem aus Amerika, die eben zeigen, dass das nicht so der Fall ist. Wenn man hier die Seite der Frauen sieht, gibt es in einer Studie das Ergebnis, dass nur 47% der amerikanischen Ärzte empfehlen den jungen Krebspatientinnen, sich Informationen über Fertilitätserhalt bei einem Endokrinologen einzuholen. Und das entspricht eben nicht der ASCO-Empfehlung. Bei Männern ist es nicht viel besser. Hier weiß man, dass nur ungefähr die Hälfte der männlichen Patienten über die Möglichkeit eines Fertilitätserhalts aufgeklärt werden. Und ganz schlimm ist es bei Kindern. Eine schottische Studie zeigt, dass bei Kindern mit einer onkologischen Erkrankung die Eltern nur sehr schlecht aufgeklärt werden und nur sehr wenigen Kindern hier eine fertilitätserhaltende Maßnahme angeboten werden kann. Man kann also hier schon festhalten, dass Frauen und Männer und auch die Eltern von Kindern mit einer Krebserkrankung nicht ausreichend über fertilitätserhaltende Maßnahmen aufgeklärt werden und deswegen sind solche Vorträge wie heute auch sehr wichtig. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für die Einladung, dass hier eben ein größeres Bewusstsein für die Fertilität auch von Krebspatienten oder den Schutz der Fertilität auch von Krebspatienten aufkommt. Welche fertilitätsprotektiven Maßnahmen gibt es nun? Ich will anfangen bei den Männern. Hat hier von Otte schon kurz ist darauf eingegangen. Man kann mit Hilfe von kryokonservierten Spermien und den methodenassistierten Reproduktionstechniken, hier eben der ICSI dargestellt, sehr leicht zu Schwangerschaften kommen. Es ist also eine etablierte und eine sichere Methode. Es wurden schon sehr viele Schwangerschaften mit Hilfe von kryokonservierten Spermien erreicht. Bei Azoospermie kann auch Hodengewebe kryokonserviert werden. Und das kann man auch bei Jungs machen vor der Pubertät. Auch hier kann man Hodengewebe kryokonservieren. Hier sind im Hodengewebe noch keine Spermien vorhanden. Und hier kann man allerdings mit Methoden, die noch teilweise experimentell sind, versuchen in vitro oder in vivo durch Transplantation in die Skidmaus Spermien zu generieren und diese dann später zu verwenden. Bei Frauen ist es durchaus schwieriger, fertilitätserhaltende Maßnahmen anzuwenden, aber auch hier gibt es verschiedene Methoden. Am Anfang steht hier die schonende Auswahl zytotoxischer Medikamente. Zytostatika sind unterschiedlich ovartoxisch. Es gibt Substanzen mit einem hohen Risiko, dazu gehört vor allem Cyclophosphamid. Es gibt Substanzen mit einem mittleren Risiko, zum Beispiel Cisplatin oder Substanzen, die ein sehr geringes Risiko haben, das Ovar zu schädigen, zum Beispiel Methotrexat. Nicht nur und die unterschiedliche Wirkung verschiedener Chemotherapie-Schemata will ich hier kurz an einem Beispiel erläutern. Hier ein Hodgkin-Disease-Fall. Es gibt hier ja als klassische Behandlungsmethode das ABVD-Schemata und das Beacob-Schemata. Das ABVD-Schemata hat ein geringes Risiko, zu einer Amenorrhoe zu führen, während das Beacob-Schemata eben ein sehr hohes Risiko hat, später zu einer Infertilität oder zu einer Sterilität zu führen. Und deswegen sollte man hier was machen. Beim Mammakarzinom ist es ähnlich, es sind relativ alte Schemata. Aber das AC-Schemata mit einem niedrigen Risiko verbunden, CMF-Schemata mit einem hohen Risiko verbunden und Taxane erhöhen das Risiko noch zusätzlich.
Neben der Chemotherapie ist auch die Strahlentherapie ovartoxisch. Bereits eine Organdosis am Ovar von 20 Gray reicht aus, altersunabhängig zu einer hundertprozentigen Sterilität zu führen. Und es wird auch nicht nur das Ovar geschädigt durch die Strahlentherapie, sondern eben auch der Uterus. Es kommt hier zu einem Verlust oder einer Schädigung der Basalis des Endometriums und das passiert bereits ab 14 Gray und ab 5 Gray steigt das Risiko einer Wachstumsretardierung. Wenn der Uterus nicht so geschädigt ist, dass eine Schwangerschaft ausgeschlossen ist, was kann man diesen Patientinnen dann empfehlen? Und hier bleibt eben nur die Leihmutterschaft und diese ja nur im Ausland, weil in Deutschland die Leihmutterschaft verboten ist. Eine Alternative wäre die heterologe Uterustransplantation, eine ganz neue Technik, aber auch diese wurde schon angewandt. Hier sehen Sie einen Fall aus Schweden von Mats Brennström aus Göteborg, der den Uterus transplantiert hat von der Mutter auf die Tochter, die aufgrund einer Erkrankung ihren Uterus verloren hat und unterdessen wartet die Tochter auf das Eintreten einer Schwangerschaft. In der Türkei ist man sogar schon weitergegangen, hier eine Patientin mit einem MRKH-Syndrom ohne Uterus zur Welt gekommen. Hier wurde ein gespendeter Uterus in diese Patientin transplantiert. Die Patientin wurde auch schwanger, was veröffentlicht ist. Leider ist diese Schwangerschaft unterdessen beendet. Zur Uterustransplantation, es gibt eben durchaus Indikationen, MRKH, Hysterektomie bei Atomie oder Cervixkarzinom und Strahlenschäden am Uterus im Rahmen der Bestrahlung des kleinen Beckens. Bisher weltweit wurden 5 Uterustransplantationen an Menschen durchgeführt, die erste 1931 in Dresden bei einer Mann zu Frau, Transsexuellen, möchte ich hier nicht näher darauf eingehen, tragischer Fall, weil der Mann, der dann Frau wurde, nach der Operation verstorben ist. Eine Schwangerschaft nach Transplantation in der Türkei gibt es unterdessen, jedoch ohne Geburt. Und es stehen doch noch etliche biologische und ethische Probleme an. Noch einen Schritt weiter kann man gehen. Jetzt gehe ich sehr ins Experimentelle. Ich bin Biologe und denke mir natürlich, was kann man in 20 Jahren vielleicht machen? Und man könnte ja hier so vorgehen wie beim Ovar, dass man den ganzen Uterus einfriert. Klingt natürlich sehr utopisch, ist aber durchaus möglich und vorstellbar, weil der Uterus ein einfacher Hohlmuskel ist. Die Kühlkonservierung ist relativ einfach. Erste Erfolge gibt es bereits in der Maus. Das wurde auch von Boston, den bekannten Reproduktionsmedizinern, auch schon in Nature veröffentlicht. Und auch hier in der langen konnten zeigen, dass die Kontraktion von großen Uteri, zum Beispiel beim Schwein, experimentell durchaus möglich ist, auch nach der Kryokonservierung. Und Sie sehen hier einen Schweineuterus, der anders als der menschliche Uterus ein Bicorneata-Uterus ist, ein bisschen darmähnlich und sich auch so bewegt. Und das Besondere bei diesem Uterus war eben, dass er schon monatelang eingefroren war und nach dem Auftauen sich ganz normal bewegt wie ein frischer Uterus. Weiter zu den Techniken, die heute schon möglich sind. Die schonende organerhaltende Operationstechnik will ich hier nur anschneiden. Gemeint ist natürlich die Trachelektomie anstatt einer Hysterektomie. Man erhält den Uterus und kann somit der Frau verhelfen zu einer Schwangerschaft. Das ist durchaus eine Methode, die häufig angewandt werden könnte. Bei 50% der Fälle jüngere Patientinnen. Die Schwangerschaftsraten sind hoch, natürlich auch verbunden mit einer erhöhten Abortrate. Eine weitere operative Technik ist die Verlagerung der Ovarien vor der Radiotherapie und man kann dies durchführen, diese Transposition im Rahmen einer großen OP, aber auch laparoskopisch. Ziel ist ganz einfach, das Ovar aus dem Bestrahlungsgebiet herauszunehmen. Die Methode ist sehr erfolgreich, auch von Herrn von Otte schon veröffentlicht im Deutschen Ärzteblatt 2006. Mit einer Metallclip-Markierung erleichtert man die gezielte Strahlentherapie, wie Sie hier sehen, diese Clips. Und dann kann der Strahlentherapeut eben hier den Rahmen besser festlegen, wo er bestrahlen will. Große randomisierte Studien zur Schwangerschaftsrate und zur Sicherheit der Methode, zum Beispiel nach Zervixkarzinom, gibt es immer noch nicht. Aber im Prinzip werden die alten Daten von 2006 durch neue Veröffentlichungen bestätigt. Eine weitere Methode ist eine medikamentöse Methode, auf die ich kurz eingehen will, weil diese Methode sehr beliebt ist aufgrund der Einfachheit. Man kann einfach ein Medikament geben und dann ist das Ovar geschützt. Wie stellt man sich die Wirkungsweise dieser GnRH-Annahme vor?
sehen Sie den physiologischen Zustand. FSH und LH stimuliert ja das Ovar, es werden große Follikel gebildet. Und diese werden eben hauptsächlich durch die Chemotherapie ja zerstört. Wenn man nun die Hypophyse blockiert mit GnRH-Analoga, kommt es zu einer malignen FSH-Ausschüttung. Die Follikel wachsen nicht mehr und wenn keine wachsenden Follikel da sind, können diese auch nicht zerstört werden. Das Problem bei dieser Methode ist jedoch, dass die Primordialfollikel ja nicht geschützt werden können, weil Primordialfollikel keine FSH-Rezeptoren haben und Sie sehen hier ein Bild von einem normalen Ovar und eben 90% der follikulären Reserve einer erwachsenen Frau liegt in Form von Primordialfollikeln da. Es stellt sich hier also einfach die biologische Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens, weil eben der biologische Sinn nicht nachvollziehbar ist. Dementsprechend ist die Methode auch sehr umstritten. Es gibt viele Publikationen, die zeigen, dass diese Methode keinen Vorteil bringt für die Patientinnen, wie hier zum Beispiel in der Zoro-Studie. Aber es gibt hier und auch andere Studien und hier auch im JAMA veröffentlicht, durchaus sehr hochrangig, die eben zeigen, in genau dem gleichen Kollektiv, dass eben die Methode durchaus einen großen Nutzen hat. Wie es zu so einer Diskrepanz kommt, ist für mich immer schwer nachvollziehbar in den verschiedenen Studien. Deswegen möchte ich auch mit meinem Fazit die Methode der Schutzes der Ovarien durch GnRH-Analoga zusammenfassen, damit, dass selbst wenn die Gabe von GnRH-Analoga in irgendeiner Art und Weise in der Lage ist, das Ovar zu schützen, ist diese Methode für die einzelnen Patientinnen nicht zu empfehlen, weil man nicht voraussagen kann, ob es in der einzelnen Patientin was nützt oder nicht. Und deswegen sollte man diese Methode nur in Kombination mit anderen Methoden anwenden. Und das ist auch die Empfehlung, die letztendlich durch die entsprechenden Fachgesellschaften so verlautbar sind. Was sind andere Methoden? Das ist eben die Kryokonservierung von Keimzellen. Und was versteht man oder wie funktioniert die Kryokonservierung überhaupt? Dazu möchte ich erst die Kryokonservierung definieren. Das Einfrieren von Zellen oder Geweben ist ja die eine Sache. Man kann sie einfach in den Tiefkühlschrank legen, aber so überleben sie nicht. Die Kryokonservierung unterscheidet sich von dem normalen Einfrieren eben dadurch, dass die Zellen nach dem Auftauen wieder leben. Und das ist, die Methode ist nicht eine Erfindung des Menschen, es ist ein Prinzip der Natur. Sie sehen hier einen amerikanischen Waldfrosch, den Rana sylvatica, und er ist eben in der Lage, sich komplett im Winter einzufrieren. Er ist ein Steinhart, hier findet über Monate kein Herzschlag mehr statt und im Sommer taut dieser Frosch wieder auf und lebt ganz normal weiter. Andere Tiere können das noch viel besser, hier Tardigraden, Bärtierchen, die sich als Tonnen, sogenannte Tonnen, einfrieren können und so mehrere Jahre selbst tiefste Temperaturen in diesem Stickstoff überleben können. Also die Technik ist eine natürliche Technik. Wie erreichen wir im Labor, dass die Zellen überleben? Man vermeidet die intrazelluläre Eiskristallbildung. Es gibt dazu, wie bereits von Herrn von Otte angesprochen, zwei Methoden. Das ist das langsame Einfrieren. Hier entwässert man Zellen durch den Einfrierprozess sehr langsam, bis schließlich kein freies Wasser mehr in den Zellen vorhanden ist. Wenn kein freies Wasser in den Zellen vorhanden ist, können keine Eiskristalle entstehen und so überleben die Zellen das Einfrieren. Eine andere Methode ist die, wie schon angesprochen, die Vitrifikation, das ganz schnelle Einfrieren. Hier friert man so schnell ein, dass gar keine Eiskristalle entstehen können. Die Kristallisation benötigt eine gewisse Zeit. Wenn man diesen Kristallen diese Zeit nicht lässt, können sie nicht entstehen. Wenn keine Eiskristalle entstehen, überleben auch die Zellen das Einfrieren. Anstatt von Eiskristallen entsteht ein amorpher, eben glasähnlicher Zustand. Und Sie sehen hier einen vitrifizierten Wassertropfen, der durchscheinend oder klar ist wie ein wie Glas, also man kann ganz deutlich hindurchschauen. Welche Keimzellen kann man einfrieren? Wurde auch schon kurz angesprochen, Embryonen, sogenannte Zygoten, also PN-Stage-Embryonen, Metaphase-2-Eizellen, nicht befruchtete Eizellen und man kann eben auch Ovarialgewebe einfrieren. Die Kryokonservierung von unbefruchteten Eizellen hat Vorteile dahingehend, dass die Methode etabliert ist, zum Beispiel auch beim Social Freezing, aber es ist eine Methode, die eben im IVF-Bereich sehr häufig angewandt wird. Man braucht bei der Kryokonservierung von unbefruchteten Eizellen auch keinen männlichen Partner. Es sollten, wie schon angesprochen worden, bis zu 15 Eizellen mindestens eingefroren werden. Das entspricht auch den Empfehlungen von Fertiprotect.
Und Nachteil der Methode ist natürlich, um 15 Eizellen zu erhalten, muss man die Patienten stimulieren. Und das kostet ein bisschen Zeit, das macht beim Social Freezing nichts. Jedoch, wenn die Patientin eine Chemotherapie haben möchte, will sie selber meistens gar nicht noch 2 oder 3 Wochen warten. Mindestens 2 Wochen braucht man für die Stimulationsbehandlung. Und deswegen wollen viele Patienten diese Methode auch nicht anwenden, weil es eben zu einer Verschiebung des Beginns der Chemotherapie kommt. Bei der Glukonsolidierung von Ovarialgewebe findet keine Verschiebung der Chemotherapie statt. Hier kann man innerhalb von 48 Stunden Ovarialgewebe asservieren und glukonsolidieren. Im Ovarialgewebe, selbst in kleinen Biopsien, sind hunderte von Eizellen vorhanden, und die man dann später hat, um die Schwangerschaft einzuleiten. Bei der Retransplantation von Ovarialgewebe braucht man auch keine Hormonersatztherapie später, weil dieses Ovarialgewebe ja Hormone produziert, und das funktioniert sehr gut. Es gibt aber auch hier einen Nachteil bei maligner Zellkontamination oder bei der Gefahr einer malignen Zellkontamination im Ovarialgewebe ist eine Retransplantation nur bedingt möglich. Möchte ich im Rahmen des Vortrags hier jetzt nicht näher darauf eingehen, das würde zu viel Zeit dauern. Diese Gefahr besteht eben nicht, wenn man eine In-vitro-Reifung des Gewebes durchführt. Die Glykonsolidierung von Ovarialgewebe ist überhaupt kein Problem. 90% der Primordialfollikel überleben die Glykonsolidierung von Ovarialgewebe. Was jedoch ein Problem ist, ist die Frage, wie man später zu einer Schwangerschaft kommt. Und hier gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten, die In-vitro-Reifung, die Xenotransplantation und eben die Retransplantation des Gewebes zurück in die Patientin. Zur In-vitro-Reifung, hier versucht man eben im Brutschrank das Gewebe so zu reifen, dass daraus später reife Eizellen kommen, dass man daraus reife Eizellen gewinnen kann. Das ist in der Maus auch schon sehr erfolgreich, hier veröffentlicht bereits 1996, das ist Eckbert, und Eckbert ist die erste Maus, die nach In-vitro-Reifung aus glykonsolidiertem Ovarialgewebe im Brutschrank entstanden ist. Warum klappt es in der Maus sehr gut, diese Entwicklung von der unreifen Eizelle im Primordialfollikel bis zur reifen Eizelle im großen Follikel? Weil in der Maus dieser Prozess nur wenige Tage dauert, 10 bis 12 Tage, bei Menschen dauert das durchaus länger, 90 bis 180 Tage, also ein halbes Jahr. Und Sie können sich vorstellen, dass in so einem Brutschrank eben sehr schwierig wird, über so einen langen Zeitraum die Eizellen aus dem Ovarialgewebe zu generieren. Zurzeit klappt die In-vitro-Reifung nicht, obwohl es hier auch viele Fortschritte gibt, das will ich nicht verschweigen, aber es ist bisher noch nicht gezeigt worden, dass man tatsächlich befruchtungsfähige reife Eizellen bekommt aus der In-vitro-Reifung. Eine andere Methode ist die Xenotransplantation. Hier verwendet man einen sogenannten biologischen Brutschrank, eine Skidmaus. Das ist eine Maus, die kein Immunsystem hat. Hier kann man humanes Gewebe transplantieren, auch humanes Ovarialgewebe. Und wenn man das macht und dann die Maus entsprechend behandelt über ein halbes Jahr mit Hormonen, man muss ja die Maus ein bisschen auf das humane System umstellen, kann man hier eben Follikel generieren aus dem humanen Gewebe. Und wenn man diese Follikelflüssigkeit abpunktiert, kann man auch Eizellen gewinnen und sogar nach HCG-Gabe reife Eizellen. Trotzdem, aufgrund von ethischen und auch biologischen Problemen, wird man diese Methode ungern anwenden, zurzeit jedenfalls. Und deswegen gilt auch die Xenotransplantation nicht als Option. Was eben bleibt, ist die Retransplantation von Gewebe. Bevor ich auf die Retransplantation zu sprechen komme, kurz einen Videofilm über die Entnahme des Ovarialgewebes. Das sollte man mit einer Schere machen, also nicht mit einer monopolaren Nadel, damit eben nicht die Follikel durch die Hitzeeinwirkung verloren gehen. Sie sehen, dass das Ovar nur sehr gering blutet. Die Gefäße können danach koaguliert werden. Und man kann dann dieses Gewebe über den Trokar leicht entfernen und dann der Glykonsolidierung zuführen. Man muss auch nicht in dem Haus glykonsolidieren, wo das Ovarialgewebe entnommen wird. Man kann das Gewebe sehr gut verschicken, das ist relativ stabil. Sie sehen hier so eine Versandbox, die bekommen Sie dann von der gewebeverarbeitenden Einrichtung zugeschickt. Klassische Einrichtungen, die das machen, ist eben Bonn oder auch eben Erlangen. Dann wird das Gewebe mit Hilfe dieser Box nach der Einrichtung geschickt, zu dieser Einrichtung, und dann eben vorsichtig und gut eingefroren.
Nun zur Retransplantation. Sie sehen hier den ersten Fall in der Langen, der dann zu einer Geburt geführt hat. Und vor jeder Retransplantation sollte man die Tuben testen auf Durchgängigkeit, ob eine natürliche Schwangerschaft möglich ist. Das wurde bei dieser Patientin gemacht und Sie sehen hier mit Hilfe der Chromoperturbation eben, dass die Tuben durchgängig sind. Wir haben hier natürlich nur Kochsalz verwendet. Danach wird in die Nähe der Tube eine kleine Tasche präpariert in die Beckenwand. Und in diese Beckenwandtasche wird dann das aufgetaute Ovarialgewebe, das wir hier sehen, hineingesteckt. Das muss man sehr sorgfältig machen. Man sollte versuchen, das Gewebe nicht aufeinander zu stapeln, sondern schön flächig in dieser Tasche oder diese Tasche schön flächig auszukleiden mit diesem Ovarialgewebe. Danach kann man diese Tasche mit einer Einzelknopfnaht vernähen. Was passiert dann aus diesen ovariellen Gewebestücken? Es bildet sich ein neues Ovar, ein Neo-Ovar gewissermaßen, das in die Bauchhöhle aus der Beckenwand herauswächst. Und Sie sehen hier eben so ein Ovar, das einen schönen Folikel zeigt, kurz vor dem Eisprung. Und diese Methode hat eben bereits zu Erfolgen geführt. Sie sehen hier Max, und Max war das erste Kind, das entstanden ist nach Kryokonservierung und Retransplantation des Ovarialgewebes. Eine andere Methode ist die Retransplantation des Ovarialgewebes direkt zurück in das Ovar, das verbliebene Restovar. Hier wird so ein kleiner Teil in dieses Ovar einpräpariert. Und mit Hilfe von Nahtmaterial werden dann diese Gewebestücke, die bei dieser Methode etwas größer sein sollten, aufgefädelt und in diesen Keil, in diese ovarielle Tasche gewissermaßen hineingenäht. Sie sehen dann gleich, wie schön, wenn man das zusammenzieht, diesen Keil zusammenzieht, wie eben dann hier ein schönes neues Ovar entsteht. Gut, auch diese Methode ist erfolgreich. Sie sehen hier Isabel und Isabel war eben das zweite Kind, das mit Hilfe dieser Methode entstanden ist. Und wir sind in der Langen schon ein bisschen stolz drauf, dass wir die ersten beiden Kinder in Deutschland hatten nach Anwendung dieser Methode. Insgesamt haben wir zurzeit in der Langen bei 19 Patientinnen Retransplantationen durchgeführt und zwei Kinder sind geboren worden und eine dritte Schwangerschaft ist fortlaufend. Insgesamt gibt es in Deutschland zurzeit 4 Schwangerschaften nach Retransplantation von Ovarialgewebe, eben 3 in der Langen und eine von meinem Kollegen Cornell in Neuss. Wie sieht es international aus? Wenn man sich so die anderen Gruppen anschaut, brauchen wir uns in Deutschland nicht verstecken. Donet hat zurzeit bei 13 Patienten eine Retransplantation durchgeführt und es gibt 3 Patientinnen mit einer Geburt. Andersen aus Kopenhagen hat bei 25 Patientinnen eine Retransplantation durchgeführt mit 2 Patientinnen mit Geburten. Es gab hier durchaus mehrere Geburten und pro Patient, eine Patientin von ihm hat bereits 3 Kinder nach Retransplantation von Ovarialgewebe bekommen. In Frankreich eine Patientin mit Geburt und in Fertiprotect eben zurzeit 2 Patientinnen mit Geburt. Weltweit gibt es zurzeit 25 Kinder, die entstanden sind nach Retransplantation von Ovarialgewebe, von kryokonservierten Ovarialgewebe, die veröffentlicht wurden. Ich denke, dass es unterdessen weit über 30 Kinder gibt. Kurz zu den Empfehlungen, wann eine Fertilitätsprotektion ausdrücklich erwogen werden sollte. Und hier können Sie sich Hilfe einholen vom Netzwerk Fertiprotect. Fertiprotect.de ist die Homepage dieses Netzwerkes. Da sind auch schon darauf eingegangen. Das ist ein Zusammenschluss ursprünglich universitärer Zentren gewesen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, um eben diesen Patientinnen zu helfen. Und die Empfehlungen lauten, dass man eben beim Hodgkin-Lymphom mit einem BEACOP oder eskalierten BEACOP-Schemata an eine Fertilitätsreserve oder Protektion denken sollte. Bei Patientinnen mit einer Knochenmarkstransplantation, einer Leukämie oder Lymphomen
Patientinnen mit einer Radiatio des Beckens, Patientinnen mit einer intensiven Chemotherapie beim Mammakarzinom und Therapien mit Alkalanzien auch bei nicht malignen Erkrankungen, wie zum Beispiel einem systemischen Lupus erythematodes oder einer rheumatoiden Arthritis. Und diese Empfehlungen entsprechen auch den neuesten amerikanischen Empfehlungen aus dem Jahr 2013. An Kinder sollte man auch denken, die Indikationen sind hier ähnlich wie bei den Erwachsenen. Generelle Daten zur Blutkonservierung. Es gibt etliche Zentren weltweit, die auch von Kindern unter 18 Jahren Gewebe einfrieren. In Erlangen haben wir bisher 20 Gewebeproben eingefroren bei Patientinnen unter 18 Jahren. Es gab bei den Entnahmen bisher noch keine Komplikationen. Und ganz am Schluss möchte ich auch darauf hinweisen, dass es hier auch sicher hilfreich ist, Methoden zu kombinieren. Man hat hier einerseits die Methode der Stimulation und die Gewinnung von Eizellen mit Blutkonservierung von Eizellen und kann zusätzlich noch Organgewebe einfrieren und hat so zwei Methoden, die zurzeit etabliert sind und zu Kindern später führen können. Die Methode kann so kombiniert werden, dass man zuerst stimuliert und dann direkt im Anschluss, zuerst Gewebe entnimmt und dann direkt im Anschluss stimuliert und 10 Tage später oder 14 Tage später eine Punktion durchführt. Oder man kann auch gleichzeitig in einer Anästhesiesitzung bei Patientinnen, die stimuliert wurden, die Eizellen gewinnen und dann endoskopisch die Ovarialgewebe an guten Stellen entnehmen, die dann und das Ovarialgewebe dann einfrieren. Was bringt die Zukunft? Auf dem Gebiet wird sehr viel geforscht, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber Sie sehen hier die Anzahl der Veröffentlichungen in PubMed, die für sich sprechen. Was sicher kommen wird, ist der Erfolg in der In-vitro-Kultur des Ovarialgewebes und was man auch nicht vergessen darf, ist die Herstellung künstlicher Keimzellen, wo intensiv, vor allem in Amerika, geforscht wird von Trounson. Und was natürlich kommt oder was schon da ist, ist das Social Freezing. Auf das Thema ist ja schon Herr von Rotte eingegangen. Zur Take-Home-Message. Familienplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. Die Fertilitätsprotektion ist daher sehr wichtig. Techniken sind etabliert. Techniken sind die Trachelektomie, die Ovariophrexie und die Gabe von GnRH-Analogon in Kombination mit anderen Techniken. Und natürlich die Glykokonservierung von Eizellen und Ovarialgewebe. Und eine Bitte an Sie, denken Sie an Patienten, die eine onkologische Erkrankung haben, dass auch die das Recht darauf haben, dass später ihr Kinderwunsch erfüllt werden kann. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Professor Dietrich, für den klaren Vortrag. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema und wird immer noch von den onkologischen Kollegen und auch chirurgischen Kollegen nicht so ernst genommen, wie es eigentlich sein sollte. Wir sind die Ersten, die in Stuttgart diese Therapien durchführen, Ovargewebe eingefroren. Wir machen aber auch bevorzugt die Kombination und Stimulation und Einführen von Ovargewebe. Meines Wissens sind wir bisher die Einzigen, die es in Stuttgart gemacht haben. Es ist ein Skandal in einer so großen Stadt mit so vielen onkologischen Kliniken und Patienten, dass es nicht mehr Zuspruch für diese Therapie gibt. Deswegen möchte ich Sie alle bitten, wenn Sie solche Patienten haben, dass Sie Druck machen, dass diese Therapien angeboten werden. Dann haben wir Zeit für Fragen. Bitte schön, Frau Merkle. Wenn man das Ovargewebe an der Beckenwand fixiert, folgt dann zwangsläufig die Punktion mit IVF oder können da auch spontane Schwangerschaften entstehen? Es können dann auch spontane Schwangerschaften entstehen. Davon gehen wir aus. Ich gebe aber durchaus zu, dass dieses Thema nach wie vor intensiv diskutiert wird. Es könnte auch sein, dass das Ovarialgewebe, das in die Beckenwand transplantiert wird, vielleicht eine Restaktivität im Ovar so anwirft gewissermaßen, dass dann doch die Eizelle letztendlich aus dem Restovar stammt. Das wird diskutiert. Ochtai zum Beispiel in New York meint das. Wir meinen das nicht, weil wir ja die Follikel immer sehen in der Beckenwand. Das kann man ja schon lokalisieren. Und bei der ersten Patientin kam es eben zu einer Schwangerschaft, wo eine sichere Funktion oder wo sicher eine Nichtfunktion des Ovars nachgewiesen wurde im Vorfeld. Der eigentliche Nachweis wäre das, dass bei einer overrektumierten Patientin natürlicherweise eine Schwangerschaft eintritt. Das ist aber schwierig, weil ja meistens dann auch in irgendeiner Art und Weise die Tuben zerstört sind. Okay, bitteschön. Stefan.
Gratulation zu deinen Ergebnissen, Herr Ralf. Ich habe zwei Patientinnen, bei denen ich auch eine laparoskopische Retransplantation vom kryokonservierten Eierstock, also die Mammokarzinomatherapie, onkologische Mammokarzinomatherapie vorgenommen haben. Und bei diesen Patienten kam es zum Anwachsen des Uvealgewebes. Bei einem Patienten insistierte die Uvealfunktion nach 3 Monaten, also praktisch die Flickenbildung. Und bei der anderen Patientin ist sie immer noch da, aber es kam nie zur Schwangerschaft. Meine Bedenken sind mit dieser Methode dass die Hemikastration des Eierstocks, also dass die Entnahme vom Uvealgewebe erheblich ist. Dieses Gewebe wird bei der Retransplantation dann nicht mehr durchblutet und ein Großteil dieses Gewebes verschwindet. Ist es vielleicht für die Zukunft nicht intelligenter, ganze Eierstöcke herauszunehmen, in vitro zu perfundieren mit Kryokontaktanten und dann durch mikrovaskuläre Techniken zu retransplantieren? Das ist vielleicht womöglich eine andere intellektuelle Lösung des Problems, ja. Das ist durchaus ein wichtiges Problem, das hier angesprochen wird. Nach der Retransplantation ist das Ovarialgewebe nur bedingt oder für eine gewisse Zeit funktionsfähig. Es gibt der längste Fall in Kopenhagen zurzeit beschrieben mit 7 Jahren. Wir haben eine Patientin, wo das Ovarialgewebe jetzt 4 Jahre nach Retransplantation funktioniert. Wir haben allerdings auch Patienten, wo bereits nach 7 Monaten, nach eigentlich nur 2 oder 3 Zyklen, plötzlich das Ovarialgewebe nicht mehr funktionsfähig ist. Deswegen die Überlegung, ganze Ovarien kryo zu konservieren und dann später mit vaskulären Anschluss anzubinden, ist durchaus attraktiv und daran wird auch geforscht. Huber in Wien war einer der Ersten, der in seiner Arbeitsgruppe nachweisen konnte, dass die Technik tatsächlich funktioniert. Er hat beim Schaf ein Ovar kryo konserviert und dieses Schaf konnte dann nach Retransplantation des ganzen Ovars nachkommen. Produzieren, ist allerdings bis jetzt der einzige Fall weltweit, wo das geklappt hat. Es gibt jetzt eine israelische Arbeitsgruppe, die hat es nachvollzogen, es hat auch geklappt, also 2 Arbeitsgruppen, wo es geklappt hat.